Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Stray. Und ein Abonnement, ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und hier sind wir in ganz ekligem Gebiet. Ich glaube, wir müssen gleich laufen. Nee? Doch. Gut, dass wir die Tür gehackt haben. Sonst wäre es gerade böse geendet. Aber wir müssen die Tür gleich wieder hacken. Wir müssen nämlich alle hier rüberbringen. Welche mit mir drin hier? Das ist ein Problem. Wenn hier drin was? Oh, ich kann nicht überrollen. Aber hier kommen sie nicht hoch, ne? Boah, was ein Glück. Diese Ekelviecher. Eklig, eklig sind sie. Wollen meine kleine Streunerkatze hier töten. Okay, ich dachte, der Kran bricht vielleicht zusammen, aber nee. Glück gehabt. Da wächst irgendwie sowas ganz Ekliges. Ich glaube, man kann die Tür öffnen. Oder man kann da irgendwie rein, weil es sieht so aus, als wäre da drin was. Ah, ich sehe, wie wir reinkommen. Durch den Lüftungsschacht. Igitt. Das sieht echt widerlich aus. Und sind das die Eier von diesen Zergs oder was? Wachsen dann neue daraus. Igitt. Oh mein Gott. Die kommen hier doch hoch. Die kommen da nicht hoch. Das war ein Fehlgedanke. Ein falscher Gedanke war das. Lass mich in Ruhe. Ich hoffe, hier gibt es nichts, wo man irgendwas sich erinnern kann oder so. Oh mein Gott, die machen doch die Tür gleich kaputt. Ich muss sie da rauslassen, oder? Bevor wir das machen, erinnern wir uns mal hier oder merken uns das hier. Nekokorp. Sie waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Als der Müll aus der oberen Ebene die Slums überflutete, versuchten sie, ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Und jetzt haben wir Zergs. Los geht's. Ah, so entstanden die Zergs. Das ist doch schon mal interessant zu wissen. Wenn man da einfach dran vorbeigeht, dann würde man das nicht erfahren. Mein Problem ist gerade, ich möchte da nicht rein. Im wahrsten Sinne, also ich möchte einfach nicht rein. Ich möchte nicht. Warte mal, können wir hier nicht von hier aus rein? Okay, Moment, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Katze denkt nach, Katze ist clever. Katze hat eine Idee. Die sind dumm, oder? Die sind so dumm, dass die immer zum Fressi laufen, oder? Immer zum Fressi. Miau, Fressi. Scheinbar sind die wirklich dumm. Wir müssen das weiter, glaube ich. Kann das? Ich glaube ja.
Na, wir müssen die Tür wieder öffnen und mit dem Fass da raus. Oh mein Gott. Steuerung. So. Oh nee. Eieieiei. Das Spiel wird doch schwieriger. Ich habe ein bisschen Angst, was dieser Hebel jetzt macht. Es kommen ganz viele Zergs, wa? Und ich muss im Kreis laufen, ja. Ich muss irgendwie den ausweichen. Ups, man kann da nicht draufspringen, das ist blöd. Ich glaube, ich sterbe. Wir laufen einfach im Kreis. Scheiße, da können wir noch mehr. Mein Problem ist, ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Wie komme ich in den Aufzug rein? Keine Ahnung. So. Aber es bringt mir nichts, oder? Doch. Puh, wir haben es überlebt. Das sind aber scheinbar echt die Eier. Oder weiß ich nicht, ob das Eier sind oder Bakterien, Klumpen, aus denen die dann wachsen. Ich habe keine Ahnung. Ding, wir sind oben. Ich hoffe, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Ruhe. Wir haben den Gegenstand hier, finde ich. Ah, die Sendeempfänger. Stimmt. Okay, wir haben es geschafft. Schau, die Aussicht. Von hier aus ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt. Die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen, aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur, in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Ah, das sind die Main Story oben, die großen, dicken, fetten Dinger. Ich frage mich halt, ob wir die Erinnerung jetzt hier eine Erinnerung verpasst haben. Ich weiß nicht, wie man oben die Sachen um. Ach, da. Ihr seht ja da, die erste, zweite ist, haben wir nicht. Dritte, vierte haben wir, fünfte haben wir. Ich hoffe, die fünfte ist nicht auch hier gewesen. Am Anfang oder sowas. Sondern das sind alles 1, 2, 3, 4, 5 aus der Stadt oder so. Ich hoffe es, dass wir hier keins verpasst haben.
Und das muss eben sein. So, dann reisen wir wieder zurück zur Stadt, wa? Die Slums, Teil 2. Können wir jetzt auch überall hier hin in den Slums, weil das Fenster ist zu? Oh, hätten wir alles erledigen müssen direkt. Das ist schade. Weil ich weiß, dass ich jetzt einiges verpasst habe. Lass mich raus. Schau mal, ein Zettel. Kleiner Außenwäldler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Admin, Admin. Achte auf die großen Kleinschreibungen. Wir sehen uns in der Bar. Momo. Das muss der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. Sollte ich mir den jetzt merken? Also, not gonna happen, dass ich mir das merke. Das wird nicht passieren. Hier ist das Schloss für das Fenster. Der Code lautete, es war ein H, glaube ich. Fehler, falscher Schlüssel. Ups, mein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Und dann war es ein O, oder war es ein großes O? Schauen wir mal. Erfolg. Es hat geklappt. Momo ist in der Bar und wartet auf uns. Aber wir können jetzt noch überall lang, ne? In der Stadt. Weil ich habe noch so ein bisschen was zu erledigen. Nämlich auch in der Bar. Nämlich genau da wollte ich nämlich hin, weil ich habe in der Zwischenzeit mal nachgeschaut. Ja, ich bin so fies. Ich habe mal nachgeschaut, was das mit dem Safe auf sich hat. Und das ist wohl in der Bar, kriegen wir den Code. Da ist der Code. Keine Ahnung, wie man darauf kommen sollte, aber ja. Aber hier scheint alles noch normal zu sein, so wie vorher auch. Das heißt, wir können hier uns noch ein bisschen umschauen und gucken. Weil ich glaube, die Bar ist doch das hier unten. Nee, das... Doch. Super Sprint. Nein, das ist aber keine Bar. Aber sollte man was mit dem Farbtöpfen machen, dann in die Bar gehen und hier drin wäre die Zahl, stand da. Aber... Ich weiß auch, was die Zahl ist, aber... Also, ich habe die gelesen, aber ich weiß sie jetzt nicht mehr. Ich habe mir die nicht gemerkt, weil ich das nicht wollte. Ich wollte die schon finden, die Zahl. Aber so wirklich sehen tue ich die hier nicht, ne? Also das scheint hier irgendwie nicht die Bar zu sein. Macht ja auch nicht wirklich Sinn, die Bar ist, glaube ich, nämlich hier vorne gewesen, oder? Ne, weiß nicht. Hier waren die Zahlen auf jeden Fall, aber das ist keine Bar. Da können wir aber kratzen dran. Ah. Super Spirit. Hey, kleines Fake-Knäuel. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Hier ist die Bar, genau. Also hier muss irgendwo die Zahl sein. Ich wollte schon sagen, macht jetzt die Tür zu. Nee, nee. Wollen wir jetzt hier irgendwas machen? Ja, das ist die Duffer Bar, genau, okay. Aber sie hat keine Zahl. Ich weiß nicht, warum man das mit der Farbe zuerst machen soll. Laut dem Guide. Ich habe den jetzt nicht komplett gelesen. Statt nur mit Farbe und dann Bar und... Ja. Vielleicht brauchen wir das Reinigungsmittel hier oder so. Aber... Bin ich so blind, dass ich die Zahl nicht sehe, obwohl sie direkt vor meiner Nase irgendwo ist? Weiß es nicht, ob ich so dumm bin. Möglicherweise. Ich bin sehr dumm, das muss man wissen. Für Leute, die neu sind hier bei mir auf YouTube. Ich bin sehr dumm, das muss man wissen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weiß aber wieder keiner. Aber ich weiß es. Weil ich sehr dumm bin, deswegen weiß ich Dinge. Oder so. Aber irgendwo in der Bar soll der Code sein.
Ja, hier sind Zahlen, aber das sind ganz sicher nicht die Zahlen für den Code, weil 0 geht nicht. 0 geht nicht. Da sind Zahlen, aber das ist doch... Ah, warte mal. 1, 2, 8, 3? Lass uns das mal eben versuchen gehen. Ups. Das wollte ich nicht machen. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Ich habe es fast geschafft. Hallo, hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus dem Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das, Sebaltasar? Momo, ich fass es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören, Sebaltasar. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, wir sind in Sicherheit. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich. Zirks überall. Oh nein. Kanalisation? Wie? Hallo? Verdammt nochmal, wir haben das Signal verloren. Ich fasse es nicht. Sebaltasar ist am Leben. Er und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn Sebaltasar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zergs. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Seamus. Dein Vater, Doc, war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zergs. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Seamus war seitdem nie mehr derselbe. Hör nicht auf Seamus, er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu den Außenweltlern. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, in dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Seamus. Komm schon, folg mir. Ich darf aber jetzt nochmal freilaufen, ja, gut. Ich gehe jetzt nicht zur Wohnung von Seamus, ich gehe jetzt erstmal zum Safe. Ach, ich habe die Zahl vergessen jetzt. 1, 2, 8, 4? 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3, 1, 2, 8, 3, 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3, 1, 2, 8, 3, 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3, 1, 2, 8, 3. Yes! Das war ein Notenblatt, ne? Das wäre aber der Musiker, oder? Können wir dem die jetzt schon geben? Hallo, ich bin Musiker, ich habe aber keine Songs. Unbetitelt. Diese Melodie enthält genau 44 Noten. Das klingt ja wunderschön. Mein Herz, es schmilzt, weil es so schön ist. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Ja, klar. Morgen übermorgen. Klingt cool. Hier, schau dir das an. Das wink's ein bisschen besser. Oh, woher kenne ich das Lied? Mir fällt es gerade noch nicht ein. Ich kenne die Melodie.
Hört ihr das nie wieder auf zu spielen jetzt? Dass wir erstmal weggehen, oder was? Ich wollte auch gerne die anderen Notenblätter abgeben. Der hört das nie wieder auf zu spielen, glaube ich. Ah doch, das Lied ist vorbei. Dann geben wir jetzt noch mal die Notenblätter. Hier, ich hab noch mehr. Das wollte ich gar nicht machen, ich wollte mit ihm sprechen. Oh, danke für die Musik, ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Ja klar, ich hab doch noch mehr, hier. Ballade des einsamen Roboters. Ich glaube, den Song kann ich spielen. Sieh mal. Noch ein Lied. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Ja, ich kann noch mehr finden. Kein Problem hier. Geringfügig wichtige Informationen. Der hier wurde von einem renommierten Algorithmus verfasst. Oh ne, jetzt wird wieder schrecklich, ne? Na, es ist okay. Guck mal, ich habe eine Tüte auf dem Kopf. So, und das, die letzten zwei, die wir noch haben, haben wir dann alle abgegeben? Hatten wir 8 Stück? Ich weiß es nicht. Petit Vals. Klingt cool. Hier, schau dir das an. Oder Walsee? Oh, danke für die Musik. Ja, ja. Kennen wir schon. Unleserliche Notenblätter. Kaum zu lesen, aber ich kann es trotzdem versuchen. Jetzt kommt's. Noch mehr kann ich leider nicht finden. Tut mir leid.
Also wir müssen noch eins finden, glaube ich. Wir haben, glaube ich, 6 oder 7 oder so hatten wir schon. Kann man das irgendwo sehen, wie viele man hatte? Nee, ne? Vermutlich nicht, nee. Ich denke nicht, dass man das nachschauen kann. Ah, ich würde jetzt gerne noch die anderen Notenblätter suchen, aber... Die Hauptstory drängt halt eben auch, ne? Ankündigung, ich bin auf der Suche nach Notenblättern, um mit meiner Gitarre hier ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Wenn du welche findest, bring sie mir. Ich wohne in der Nähe des Aufzugs. Morusk. Komm schon, Siemens, mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Diese Situation ist ziemlich hart für Siemens. Er will nichts mehr von den Außenweltlern hören. Mir will er nicht helfen, aber du... Ich glaube, ich habe eine Idee. Hilfst du mir, sehr hochzukommen? Ah. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeige es Siemens. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor, kleiner Außenweltler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Vielleicht gibt es ja hier noch ein Notenblatt. Was machst du denn hier drin? Ich hab's dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung, aber wo? Keine Ahnung, das kann ich nicht sagen, wo das ist. Das weiß ich nicht. Offensichtlich irgendwo hinter einem Bild ist ein Knopf oder sowas. Nimm ich mal an. Tada! Brauchen wir noch den Code. Und da ist der Code, oder was? Die Zeit wird zeigen. Die Uhr. Die Uhr. die Uhren hier sind lustig. 16:01. Also... 16:01, aber 0 gibt's ja nicht auf den Dingern, ne? Weil, 16251. 2511. 2511. Aha. Ich bin gut, was? Kleiner Safe-Knacker hier. Ich guck mal ganz kurz, ob hier ein Notenblatt ist. Oder irgendwas, wo wir uns erinnern können oder so. Aber ich sehe jetzt gerade hier nichts. Nichts, was mir irgendwie gehighlightet wird. Vielleicht aber hier in den Geheimraum jetzt. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Diese Baupläne, die müssen für seine Zirkwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Beobachtungen. Hören sich niedlich an, ja, das dachte ich auch am Anfang. Sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht. Aha. Also hätte ich mit der Taschenlampe auch was machen können, nehme ich an. Hat jetzt nichts gebracht. Ich muss vermutlich auf diesen Tisch, aber ich möchte nicht auf diesen Tisch. Ich müsste erstmal schauen. Na komm, wir gehen auf den Tisch. Aktuelle Roboter-Schlagzeilen. Zerg sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Oh. Nicht gut.
aber da oben können wir auch rauf. Kaputter Peilsender. Okay, gibt es hier noch mehr Boxen, die wir umschmeißen können, um noch irgendwas zu finden? Oder war das alles, was wir finden sollten? Schade, dass kein Notenblatt mehr hier ist. Reden wir mal ganz kurz mit ihm. Hast du etwas Interessantes gefunden? Ja, hier. Warte, das Ding kenne ich. Das ist ein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zergs, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne dir die Tür. Ah, okay. Aber es gibt kein Notenblatt. Nicht zum Erinnern? Schade. Wir müssen uns auf jeden Fall noch mehr umschauen hier in der Stadt, in den Slums. Hier gibt es definitiv noch Sachen zu entdecken. Momo ist weg. Okay, ich weiß aber, wo ich hin muss zum Reparieren. Ich glaube, zu dem Programmierer-Typ, hier muss man hin. Aber ich will mich trotzdem jetzt umschauen. Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken. Ich weiß halt nur nicht genau, wo ich schon überall war. In der Bar war ich definitiv. Hier ist ein Schloss vor übrigens. Interessant. Kann sein, dass das vielleicht auch mal geöffnet wird. Da waren wir auch schon, aber... Ich überlege, ob ich den Draht hole, aber ein Notenblatt muss man kaufen mit 3 Energy Drinks. Ich habe keine Ahnung, wo wir noch mehr als den einen herkriegen, den wir schon haben. Das ist eine gute Frage, wo wir den herkriegen. Warte, was ist da denn? Ankündigung, ist doch jemand, der den Südeingang... Achso, das war das mit dem Südeingang, okay. Das hatten wir auch schon gesehen. Hier können wir wieder hoch, aber... Oben ist nicht unbedingt immer das Beste, ne? Also, vielleicht kommen wir aber hier irgendwo rein noch. Ich weiß auf jeden Fall, jedes Fenster, wo irgendwie eine Markierung davor war für diese Notizbücher-Dinger, da waren wir überall schon drin, das weiß ich. Das ist schon mal eine gute Hilfe. Und dann gehe ich da nämlich nicht nochmal rein, weil hier zum Beispiel, da weiß ich, da war ich schon drin. Und das war das mit der Bibliothek, ne? Ja, oder? Ja, aber hier war ich ja drin, wie gesagt. Also ich glaube nicht, dass da noch was drin ist. Ich glaube, da habe ich mich schon gut umgesehen. Ich glaube es zumindest. Ich hoffe es zumindest. Sagen wir es mal lieber so, wie es ist. Ich hoffe es. Aber hier oben gibt es vielleicht auch noch was. Ah, hier war ein Notenblatt. Das haben wir auch gesammelt. Ich erinnere mich. Das ist der Vorteil, wenn ich das alles mache in einem Stream, das Spiel hier, ne? Weil dann erinnere ich mich noch an alles. Vergesse ich nichts, weil ich schon gesammelt habe. Darüber kann man, glaube ich, nicht. Aber hier ist ein Automat. Aha. Wir müssen echt mal nach den Automaten uns umschauen. Dann kriegen wir, glaube ich, das letzte Notenblatt. Ich glaube, wir haben nämlich wirklich nur eins, was uns fehlt. Ich glaube, wir haben alle gefunden. Ich glaube, wir haben uns wirklich gut umgesehen. Würde ich jetzt behaupten. Aber gut, wer bin ich schon? Ich bin Potato Pet. Potato Pet hat doch keine Ahnung. Der Part ist auch eigentlich vorbei, aber... Ich laufe noch ein bisschen rum. Ein bisschen laufe ich noch rum. Kann man hier irgendwie rein? Vielleicht von oben? Ne, aber hier sind Stacheln, deswegen wunderte ich mich. Wisst ihr, was ich da gerade sehe? Es gibt keinen wirklichen Weg, darüber zu kommen, oder? Doch. Doch, gibt es. Wenn man da unten auf dem Dach ist, kann man da rüber. Ich dachte gerade, das wäre ein besonderes Ding da vorne, aber man kann mit dem Eimer auf jeden Fall dahin, aber... Ich weiß ja nicht, ob das schneller ist mit dem Eimer oder ob ich jetzt lieber doch wieder den normalen Weg zurückgehe. Aber ich glaube, wir können nämlich hier einfach rüber, oder? Wir müssen nur hier runter, dann auf das Rohr und dann können wir hier einfach hoch. Und dann sind wir viel schneller da, als wenn wir mit dem Eimer gegangen wären. Aber hier gibt es ja vielleicht noch irgendwie was zu finden. Aha, eine Erinnerung. Hallo.
Sieht so aus, als wollte dieser arme Kerl auch zur oberen Ebene. Ja, ich erinnere mich. Die Stadtmitte ist dort oben weit weg von all dem Müll und dem Siechtum der Slums. Selbst in düsteren Zeiten konnten die Menschen nicht anders, als sich in verschiedene Gesellschaftsklassen aufzuteilen. Damals waren viele Leute aus den Slums bereit, alles zu tun, um nach oben zu ziehen. Anscheinend haben Roboter auch dieses Verhalten übernommen. Oh, sieh meine an. Eine neue Erinnerung. Na gut, meine lieben Freunde, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Warte mal, kann ich Licht auf mich machen? Nö, ne? Schade. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!